Das ist übrigens kein Placement. Brauche Glück. Erstelle eine Liste mit deinen Träumen und Wünschen. Suche dir zwei heraus und versuche in den nächsten Wochen etwas dafür zu tun, dass sie wahr werden. Aber ich werde Revi doch niemals bekommen. Und Millionär werde ich auch nicht. Okay, lassen wir das. Also ich meine, diese Snapchat-Videos sind ja nicht besonders einfallsreich. Das ist ja auch jetzt nicht gerade was Neues. Man bekommt Snap von Zuschauern und zeigt dann eigentlich nur seine dämliche Reaktion. Ganz ehrlich, ist doch eigentlich an sich voll langweilig, oder? Und heute werde ich etwas tun, was es noch nie in der YouTube-Geschichte gegeben hat. In einem Snapchat-Video. Werde ich nämlich auf den ewigen Pfad des Glückes mitnehmen. Und halt so ein paar Zettel während des Videos daraus ziehen, um ein bisschen glücklicher zu werden. Da steht zumindest drauf, dass mich das glücklicher machen soll. Eigentlich macht es mich nur aggressiver. Okay, ich würde sagen, wir legen auch schon los. Ist mir ganz ehrlich, magst du eigentlich Österreicher oder eher nicht? Warum sollte ich Österreicher nicht mögen? Ich finde, das ist eigentlich so eine Frage wie, magst du Aserbaidschaner oder Afrikaner? Es ist für mich in meinen Augen alles dasselbe. Wäre total bescheuert, wenn ich sagen würde, ich mag Österreicher nicht, weil ich die nicht mag oder so. Ich mag jeden Menschen, wenn er nicht scheiße zu mir ist. Das ist eine Klopapierrolle. Und das ist eine Klopapierrolle auf dem Boden. Ja. Digga, das arme Klopapier! Ich meine, wenigstens zeigst du Mitleid, aber ich meine, so Klopapier hat auch Gefühle. Das war halt irgendwann mal ein Baum. Und jetzt ist es nur noch dafür da, um Ärsche abzuwischen. Also ganz ehrlich, mit so einem Leben, da wäre ich auch nicht wirklich zufrieden. Ja. Ich hab keinen Bock mehr! Leute, bevor ich gleich ausraste, zieh ich mir erstmal ein bisschen was aus der Glückskiste. Versuche einen Tag lang, gerade zu den Menschen, die du nicht so gut leiden kannst, besonders freundlich zu sein. Boah, das macht mich ja richtig rasend! Okay. Dann werden wir jetzt mal zu all den Leuten, über die ich mich ursprünglich aufregen will, nett sein. Felix, kannst du einen Handstand 5 Sekunden? Wenn ja, dann mach es und zeig es im Video. Boah, Digga! Als ob ich einen Handstand... Okay, ich versuch's. Ich versuch's, okay? Ganz ehrlich. Gar kein Problem. Ey, ich meine, das ist ein Handstand an der Wand. Zählt das? Nein, das kann ich nicht. Ich glaube, für solche Dinge bin ich eindeutig zu lauchig. Boah, Alter, jetzt fühle ich mich ein bisschen komisch. Irgendwie ist das ganze Blut in meinen Kopf gestiegen, ey. Boah, so viel Blut bin ich da oben nicht gewöhnt. Selbstdiss, check. Was ist, wenn wir nicht gerade sind? Ich hab nur verstanden, was ist? Oh bitte. Ah ne, ich soll ja nett sein. Liebe Maddie, danke für diesen schönen Beitrag. Alter, ist hier jetzt ernsthaft eine Fliege? Verpiss dich, Alter! Ich meine, dir möge Einhalt geboten sein, meine nette Fliege. Ekelhaftes. Was sagst du also? Also ich bin sehr einfallsreich. Zum Beispiel, ich bin ein Einhorn. Wo ist der nächste Waffenladen? Ich meine, das ist ja schön, dass du ein Einhorn bist. Was für eine Farbe hast du denn? Okay, das war jetzt leicht pädophil, ehrlich gesagt. Sag mal hallo, Rotpilz, und hallo, YouTube. Oh mein Gott, ist das süß. Bitte? Oh mein Gott. Bitte? Ich will auch so welche haben. Also ich bin gerade wirklich geschmolzen vor Süßheit. Na? Bist du eifersüchtig? Oh, bist du eifersüchtig, Lex? Ganz ehrlich? Ja! Ich sitze hier in meinem warmen Zimmer, in meinem kleinen warmen Raum bei, was war das? 29 Grad? Ich hab keine Ahnung. Wie geil! Mann! Scheiße aber auch. Oh Gott, ich muss unbedingt runterkommen, Leute. Ich brauche irgendeinen Zettel für Glückseligkeit. Das hat mich gerade richtig zerstört. Ich habe nämlich keinen Pool und ich wollte immer einen haben und das macht mich traurig.
Okay, schauen wir mal nach. Erstelle einen Stammbaum und kontaktiere ein Familienmitglied, das du schon lange nicht oder sogar noch nie getroffen hast. Ja, also soweit ich weiß, habe ich Verwandte in Irland und Frankreich, die ich noch nicht kenne zumindest. Dann gehe ich die jetzt mal eben aufsuchen, ne? Gar keine Frage, warum denn nicht? Wie geht es dir? Und deinem Haustier? Ich habe in der Snapchat-Story gesagt, dass die Leute, die mich fragen, wie es meinem Haustier geht, nicht ins Video kommen. Aber ganz ehrlich, mein Lieber, mir wurde ja gesagt, laut diesem blöden Teil hier, dass ich meine Aggression im Zaun halten soll und nett zu den Leuten sein soll. Und deswegen, krasser Bizeps, Alter. Das ist nicht dein Ernst! Die hat auch einen Pool! Die hat auch einen Pool! Habt ihr jetzt alle einen Pool, Alter? Okay, machen wir weiter. Hey Felix. Die hat auch einen Pool! Ich hab hier einen Pool und du. Ha? Du Opfer. Du Opfer, ich geh da jetzt rein. Ha? Der Pool ist hier! Mich auch noch! Bin ich jetzt so ein neuer Opels Insider? Dass ich keinen Pool hab und ja schon? Also, ah, ich will einen Pool! Das mitbekommen, dass du sie gefilmt hast? Dann irgendwie so ein bisschen so gewirkt, als hättest du sie undercover gefilmt. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Na, Felix. What the fuck? What the fuck? Da ist ein weiteres Du in dir. Warte mal, das hat übelst deep geklungen. Da ist ein weiteres Du in dir. Ich glaube, ich soll ein Buch schreiben. Das weitere Du in dir. Die innere Reise zu deinem eigenen Selbst. Warum schickt Sobson ihre Schwester mir Snaps? Mann, was habt ihr da gemacht? Seid ihr jetzt ein Orchester oder? Oder wie nennt man das nochmal? Seid ihr jetzt ein Kanon? Oder ein Canon? Oder ein... Okay, ich hör auf, ist nicht mehr witzig. Boah, nee, Alter. Boah, nee, ich werd so verrückt. Ich brauch unbedingt einen neuen Zettel, Leute. Oh, das ist wie eine Droge. Ah, okay, schauen wir mal. Denke ganz fest an den schönsten Moment des Tages und notiere ihn in deinem Glückstagebuch. Das lehrt Achtsamkeit für die besonderen Momente im Leben. Was soll diese Welcher Mensch hat denn ein Glückstagebuch? Ganz ehrlich. Und ich wüsste auch nicht, was bis heute der schönste Moment des Tages war. Oh Mann, ich bin so ein echter kleiner Schwarzmaler. Das ist echt nicht mehr normal. Jo, wann kommt die nächste Folge Felix macht alles? Das ist eigentlich dein geilstes Format, finde ich. Mach weiter so. Danke dir. Mich ehrlich gesagt macht es auch immer super glücklich zu sehen, dass Formate gut ankommen. Und bei Felix macht alles ist es halt der Fall. Ich glaube, das hat jetzt schon gefühlt 1 Million Aufrufe. Okay, es sind eigentlich ein bisschen mehr als 200.000. Aber mal abgesehen von den Zahlen, ich finde, dass Felix macht alles wirklich eins der Formate ist, was mir wirklich am meisten Spaß macht. Vor allem in der letzten Zeit. Und da Felix macht alles, glaube ich, erst vor 3 Tagen oder so kam, glaube ich, dass das in 4 Tagen wieder kommt. Ich hatte auf jeden Fall vorgehabt, Felix macht alles jetzt wöchentlich zu machen. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe da auf jeden Fall riesen Spaß dran, ihr habt da riesen Spaß dran und deswegen habe ich gedacht, ich mache das einfach mal weiter. Aber danke dir, freut mich, dass es dir gefällt. Habt ihr eigentlich schon mal ein rauchendes Baby gesehen? Voll witzig, oder? Nee, Alter, nee. Ganz ehrlich, nee. Ich zieh jetzt nochmal einen Zettel und dann ist für mich heute vorbei. Sonst platzt mir der Schädel. Ich halte das nicht mehr aus. Schauen wir doch mal, was für eine Weisheit wir heute bekommen. Versuche einen Tag lang, gerade zu den Menschen, die du nicht so gut leiden kannst, besonders freundlich zu sein. Ich habe es heute 2-mal bekommen. Ist das ein Zeichen oder so? Mann, ganz ehrlich, nein. Ich habe keinen Bock, mich von Zetteln beeinflussen zu lassen. Was, wenn da jetzt draufstehen würde? Dein Leben ist so scheiße. Der einzige Sinn ist es, von einer Brücke zu springen. Wisst ihr was? Das ist mir zu blöd. Nee, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheißjob. Nö. Tschüss. Lass ein Like da, lol.